Es gibt wieder weiteren Spaß mit Schabernack-Kometen. Willkommen zurück bei Super Mario Galaxy Blind. Jetzt geht's weiter hier mit dem Schattenkometen im Honigbienenkönigreich. Der ist hier im Anflug darauf. Ich habe keine Ahnung, was er heißt. Also was er heißt, was der bedeutet. Vielleicht irgendwie, dass Gegner stärker werden oder sowas. Ich weiß ja noch nicht, bei welchem Stern sich das Ganze befinden wird. Und ich habe auch keine Ahnung von den Sternen dieser Galaxie. Deswegen könnte das nochmal recht interessant werden jetzt. Überhol den Schatten. Aha. Ach, nee. Ja, Schattenkomet-Gedöns war, ich muss gegen einen Geist quasi antreten. Und das ist auch, glaube ich, kein normaler Stern so, sondern das ist eher, ja, einfach ein Rennen in der Galaxie so drin. Ja, der erinnert tatsächlich ein bisschen an Mario Morgana. Einfach nur dadurch, dass er ein Schatten ist. Gut. Das könnte jetzt ein bisschen knackiger werden als das letzte Gedöns, was wir da gemacht haben in der Richtung. Okay, er geht da lang. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo wir lang müssen. War das nicht hier lang? Ach nee, okay. Ach so, was macht er denn da? Ah, okay. Es ist schon der richtige Weg. Moment. Diesen Backflip habe ich halt immer noch nicht perfekt hingekriegt. Ach, hier und dann hier einen Backflip machen, ne? Okay. Ich muss erstmal den Weg überhaupt rausfinden. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal richtig hier. Das wird ja wahrscheinlich nicht so wirklich lang sein, oder? Ach, da ist auch schon eigentlich das Ziel gleich, oder? Aber das habe ich doch, glaube ich, schon gemacht. Ist das vielleicht der erste Stern oder sowas? Also ich meine, das habe ich schon gemacht. Ja, ich werde auf jeden Fall, ja, grandios scheitern. Aber immerhin bin ich jetzt auch da. Schön geworden. Verliere ich jetzt ein Leben dadurch? Ja, okay. Ja, aber das ist ja auf jeden Fall sehr schön. Also sehr schön kurz, meine ich damit. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also da mache ich mir keine Sorgen, der war ja auch echt lahm. Ja, erstmal schön gegen Pöller springen. Why not? Ich bin absolut kein Speedrunner, was das angeht. Was Mario generell angeht. Aber dadurch haben wir jetzt schon mal eine Menge Zeit gespart. So. Im Gegensatz zu Mario Morgana nenne ich ihn jetzt einfach mal. Weil der schon Sunshine-Vibes auslöst in mir. Achso, scheiße. Den habe ich vergessen. Ich dachte, ich wäre schon die Ebene höher. Los geht's. Und natürlich erinnert er auch an diesen Sprinter-Cooper. Achso, hier ist so ein Honiggedöns. Macht auch Sinn im Honigbienenkönigreich. Ich kann den Namen immer noch nicht wirklich gut aussprechen. Jawohl! Ich würde jetzt gern Zeiten sehen, aber ich glaube, es geht einfach nur darum, schneller zu sein. Abgesehen von der Zeit. Das lief doch tatsächlich gut. Habe ich mir jetzt auch schwieriger vorgestellt, als ich mir das jetzt so angesehen habe zum ersten Mal. Haben wir auch diese Challenge mal gemacht. Gut, gut. Dann schaue ich doch gleich mal vorbei hier nochmal in der Kuppel, wo ich schon mal drin bin, ob es hier vielleicht gerade einen weiteren Kometen gibt, der im Anflug ist. Sieht nicht danach aus. Wir haben den aber auch immer noch nicht komplett, ne? Also wir haben hier immer noch Sterne zu holen irgendwann. Da hier sehen wir mal eine Krone, die sind fertig. Die hier sind auf jeden Fall noch nicht fertig. Klar, hier muss noch irgendwann einmal ein Komet vorbeifliegen, wo wir diese Challenge machen können. Ich gucke jetzt mal, aber wir können ja jetzt noch nicht machen, oder? Wir können ja jetzt nur die drei Sterne anwählen, die wir halt geholt haben schon. Für das andere Gedöns muss halt ein Komet vorbeifliegen. Aber es gibt dann auch immer nur einen bestimmten Kometen, der da vorbeifliegen kann? Oder kann jetzt quasi auch nochmal ein, keine Ahnung, hier so ein Zeitkomet vorbeifliegen, wie auch immer die Dinger hießen, am Honigbienenkönigreich? Und es gibt halt für jeden Planeten eine von diesen Chaos-Gedöns hier Sachen? Ich weiß es halt nicht. Und ich muss echt nochmal nachgucken, genau wo man von welchen Punkten aus man die Karte überall sehen kann. Ob das nur von hier geht oder ob das auch von anderen Punkten aus noch geht. Liste. Das ist geil. Ah, guckt euch das mal an. Okay. Ach, guck mal, beste Rennzeit. Okay. Das ist ja auch eine geile Sache. Und hier kann man sich wahrscheinlich was an die Wii-Pinwand hängen. Ja, und hier guckt mal. Ach, Leute, hier sind Münzen. Ja, definitiv 100 Münzen gibt es definitiv hier. Challenges. Umdrehboden. Was? Nee, Testsurfen. Was ist denn das? Testsurfen, das ist, glaube ich, okay. Ja, es gibt definitiv 100 Münzensterne, da können wir nichts sagen. Aber es sieht nicht danach aus, als gäbe es mehr als 6 Sterne pro Welt hier, oder? Ja,
Ja, hier dann vielleicht noch den 100-Münzen-Stern, ne? Das ist es dann vielleicht. Keine Ahnung, das werden wir aber auch dann erst wieder zum Schluss machen. Wenn ich vielleicht auch die ganzen Challenges dann gemacht habe und so. Okay. Wir sehen jetzt hier also auf jeden Fall noch diese Phantomwelt, die wir ja schon freigeschaltet haben. Zu der geht's jetzt auch, ne? Glasstrand habe ich fertig, sehe ich jetzt auch gerade hier. Auch gar nicht so bewusst gewesen. Dann geht's zu Bowser Juniors Schiffsfabrik. Das sind die ganzen Bonuswelten, die wir schon freigeschaltet haben. Und dann geht's auf zur nächsten, was ist denn Sternentor eigentlich? Ist es das erste, was wir so gemacht haben, oder was? Ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sind das hier die regulären Welten. Das sind die aus den ersten. Nee, das sind die beiden, genau. Es gibt ja mal zwei pro Kuppel, wie es aussieht, ne? Zwei reguläre Planeten, das sind die regulären Planeten aus der ersten Kuppel, aus dem, aus der Terrasse, das hier aus dem Badezimmer und das hier jetzt aus der Küche. Ich meine, ihr wisst es sowieso alle, ich muss es für mich auch eigentlich gerade nicht nochmal genauer sagen. Ja, okay, gut, dann haben wir hier so eine Übersicht, das war mir gar nicht so bewusst, dass es das hier gibt. Hier haben wir diese Tränenwelt, Keksfabrik, das erste, was wir gemacht haben und die Kokon-Astronruiten, die waren richtig kacke. Okay, ich würde aber halt gerne mal sehen, okay, hier ist jetzt ein Komet im Anflug, der Tempokomet. Okidoh, dann werden wir das tatsächlich jetzt, doch direkt mal machen. Ach, Moment, sehen wir hier auch, wie viel es maximal gibt? Nee, okay. Das heißt, ich habe hier schon irgendwo einen übersehen, oder was? Gab es denn irgendwo noch so einen Vielfraß-Luma? Ich muss in die andere Richtung. Das ist interessant. Das Spiel bietet auf jeden Fall noch eine ganze Menge. Ich glaube, darüber sind wir uns im Klaren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ach, es wird so cool, wirklich. Es wird so cool. Ich würde aber tatsächlich jetzt Mario-technisch auch als nächstes nicht direkt noch den Nachfolger spielen wollen. Zumal ich ihn auch noch gar nicht besitze. Den müsste ich mir erstmal besorgen. Aber vielleicht mache ich doch. Wenn ich noch nicht genug von Galaxy habe. Keine Ahnung. Dann kann ich es aber noch gut vergleichen, ne? Aber keine Ahnung, ob ich danach sowieso irgendwie in nächster Zeit dann mal einen weiteren Mario-Teil spielen wollen würde. Kann ich noch keine Aussage zu machen. Wir sind ja jetzt hier gerade mal halfway through. Da kommt noch eine ganze Menge auf uns zu. Tempokomet im Anflug, jawohl. Machen wir durch. Himmelkorridor. Ist das jetzt einer von den... Ich merke mir halt auch leider nie die Namen, aber der kommt mir gerade unbekannt vor. Ach so, doch, ja, ja. Was habe ich vorhin noch gesagt, ne? Von wegen so, ey, guck mal, das war jetzt zwar schon relativ knifflig, aber eigentlich zu einfach, als dass es dabei belassen könnten, wer sein könnte. Als dass sie es dabei belassen könnten. Und es ist auch so, wir müssen das jetzt hier auf Zeit durchspielen. Ich sehe zwar gerade keine Uhr. Oder nee, was ist denn der Tempokomet? War das nicht? Oder ist hier alles ein bisschen schneller, oder was ist das? Ja, hier ist alles schneller, ne? Ja, okay. Tempokomet ist nicht der auf Zeit, sondern der ist einfach nur von wegen, ey, hier ist alles schneller. Das war verdammt knapp. Scheiße. Okay, ja, aber dann ist das definitiv jetzt wieder mal neuer Komet. Ein neuer Schabernack-Komet, den wir hier spielen. Und ich glaube, dann gibt es noch einen. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht gab es auch nur vier. Also gab auf jeden Fall diesen, ey, da läuft eine Uhr mit. Dann gab es den, ey, die Lebensenergie von dir ist auf 1 beschränkt. Und dann gab es jetzt eben noch, was wir beim letzten Mal gesehen haben, diesen Schattenkometen. Der halt einen Schatten, einen Spielerschatten, einen, ne, hier so ein Geist halt triggert. Ach, so sollte man eigentlich da hochkommen. Ich bin vorhin da drauf gesprungen und es hat irgendwie funktioniert, weil er sich festgehalten hat. Okay. Ja, und dann gibt es jetzt halt das hier, dass alles schneller ist. Also alle Gegner, alle Objekte generell. Aber dann bin ich mir nicht sicher, ob es noch irgendwas gibt, dass die halt vielleicht mehr Schaden machen oder sowas. Aber ich weiß halt nicht, ob es sowas gab. Ja, da war ich ein bisschen spät in der Reaktion. Fuck. Ich habe noch ein paar Leben, mein Gott. Und ich könnte mir ja theoretisch auch mal wieder neue holen, aber ich bin mir zu schick für. Ich bin einfach zu faul für das Ganze zu machen. Vielleicht sollte ich aber langsam mal damit anfangen, weil es sind halt wirklich nicht mehr so viele Leben, die ich habe. Sehr gut. So. Es war eigentlich viel zu früh, es hat gerade noch so geklappt. Ich kann mir hier halt auch trotzdem ja eigentlich Zeit lassen. Es geht ja nur darum, dass ich halt
Ja, Im Anfangsbereich kann ich mir zumindest relativ viel Zeit lassen. Da habe ich ein gutes Timing erwischt, das war das Gute. Ja, da warte ich lieber, glaube ich, nochmal eine Runde. Auch mit sowas kann man sich natürlich Zeit lassen. Gucken wir nochmal gerade hier, das wäre das Feld, wo ich safe wäre. Möchte aber eigentlich gar nicht in Anspruch nehmen. War das dumm? Warum mache ich denn Longjump auf dem ersten grünen Feld? Bin ich deppert? Ja, muss man ja davon ausgehen, wenn man das hier sieht. Eieiei. Boah, ich habe auch gerade so viel Lust zu spielen, ne? Wirklich. Ja, ich wollte ja eigentlich vorhin schon aufhören, also vor diesem Part hier. Hab dann aber gedacht so, ja komm, hier ist jetzt gerade wieder ein weiterer Komet im Anflug. Dann machst du es noch. Machst du noch einen Part. Aber ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht mehr sicher, ob ich nach diesem Part überhaupt aufhöre. Das macht so viel Spaß. Und ich habe so Lust, dieses Spiel zu spielen. Aber ich einfach wissen will, wie es weitergeht so. Man ist ja jetzt keine krasse Story oder was hier dabei. Meine Güte. Aber es ist halt einfach so diese Neugier, was da jetzt alles so an Challenges kommen und so und wie das alles aufgebaut ist. Und es macht so Bock. Wir können uns hier auch sogar Plusleben sammeln, wenn ich jedes One-Up immer sammeln würde. Aber das ist ja nicht der Grund, warum ich hier bin. Aber dieses One-Up hier will ich mir zumindest jedes Mal holen, weil ich will schon wieder bei plus minus null sein, wenn ich das hier gemacht habe, diese Challenge einmal, weil das wird langsam doch ein wirtschaftlicher Totalschaden. Also es läuft darauf hinaus, wenn ich jetzt hier so weitermache, ohne das Ding zu sammeln, jedes Mal. Da fühle ich mich doch ein bisschen, uiuiui, sicherer. Verständlicherweise. Okay, das geht doch noch ein bisschen weiter, das Team, als ich dachte. Oh, gut, gut, dass der hier sein Loch hat. Das klingt gerade ein bisschen falsch. Ein paar Sternteile, gut. Dann warten wir doch gerade, bis er da fertig ist, da drüben. Ach, hier ist nur so ein Stampfer. Okay, gut. Ist noch komplett okay. Und dann sind wir durch. Jawohl. Ein weiterer Stern für uns. Gut, 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 gut. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass es solche Challenges gibt, wo man einfach ein Level nochmal unter anderen Aspekten sieht. So ein schöner Wiederspielwert hat was. Auch wenn ich das Kometensystem noch nicht ganz verstanden habe, wie das mit dem Verschieben funktioniert. Ob Kometen dann quasi auch nochmal da auftauchen, obwohl wir da schon die Challenge gemacht haben. Keine Ahnung. Neues Bilderbuchkapitel, also jetzt schon 4 mittlerweile haben wir. Aber wie gesagt, gucken wir uns dann später nochmal komplett an. Ja, dann, ich weiß halt nicht. Ich habe jetzt gerade schon Lust, diese ganzen Kometen-Challenges mal ein bisschen anzugehen. Ja gut, komm, ich gucke lieber nochmal gerade direkt nach. Bevor jetzt hier einer am Anflug ist und ich dann wieder zurückrenne. Aber hier ist halt noch ein Fragezeichenstern, das wundert mich. Was habe ich denn da übersehen? Also wo habe ich dann vielleicht ein Luma oder sowas übersehen? Das wird mir auch nicht angezeigt jetzt, oder? Doch hier. Rätsel der Strudel. Oh nee. Ich hatte gehofft, da bin ich fertig. Ja, jetzt stellt sich halt dann die Frage, hier unten oder da oben oder wo oder was? Heute hat die Schwimmklasse frei. Hat das vielleicht was zu bedeuten? Ja, das interessiert mich jetzt dann doch schon mal ein bisschen gerade. Ob wir heute noch die neue Galaxie sehen werden, ich weiß es nicht. Schleudere keinen Panzer gegen die Wand im Meeresgrund. Das könnte schlimme Folgen haben. Ja, das habe ich leider schon gemacht. Und es hatte schlimme Folgen. Ich bin 1000-mal gestorben. Ja. Mit dieser Liane könnte ich dann vielleicht da drüben dran kommen oder was? Ja, ich versuche jetzt generell mal an Land zu kommen, weil das, das ist ja erstmal gar nicht so schwierig, ne? Oder? Kann ich auch ganz normal hochlaufen. Das habe ich halt auch noch nie getan. Hier ist eine Melone oder irgendwas? Eine Melone, eine Kokosnuss. Vielleicht können wir mit der noch was anfangen. Holy shit, hier ist die Welt zu Ende. Ich dachte, das ist dann einfach so kuppelmäßig, dass wir gar nicht runter können. Falsch gedacht. Hallo. Ach, guck mal, hier ist eine Röhre. Das ist doch äußerst interessant. Da möchte ich doch mal gleich reingehen. Es wird eh nur Bonus sein. Es gibt keinen Stern für wahrscheinlich. Aber das ist ja egal. Achso, ja. Moment. Ja, ist okay.
möchte hier nichts kaputt machen, was ich vielleicht noch brauchen könnte. Manu. Mario, bitte. Jetzt da vielleicht geht's. Kommst du dazwischen? Ja, genau. Ja, sehr gut. Ja, das war natürlich dumm, dass ich jetzt halt komplett in den Goomba reingesprungen bin, aber. Mach doch nix. Dann schauen wir mal, was. Au, oh, hey, holy shit. Okay, cool. Danke. I guess. Nehmen wir mit. Dann scheint es das auch hier gewesen zu sein. Hat aber jetzt noch nicht so ganz geklärt, was hier zu erledigen ist. Jetzt muss ich hier runter, ne? Ja, wahrscheinlich. Nein, nicht so runter. Ich würde gerne die Kamera einfach drehen. Das kann ich auch wirklich, also mit dem Steuerkreuz nur in sehr wenigen Welten, wie es scheint. Woo! Okay, das war doch nicht so krass, wie ich das erwartet hätte. Und das hat jetzt wirklich Odyssey-Vibes. So einfach dieses Absuchen und gucken, wo vielleicht noch irgendwas ist. Irgendein Charakter, der mit uns reden will oder so. Hier sind sogar noch unsere Fußabdrücke. Interessant. Also mit der Liane könnten wir halt noch interagieren. In die hinteren Bereiche kommen wir auch gar nicht so ohne weiteres. Das war jetzt halt beim ersten Stern der Fall. Da ist vielleicht dann auch nicht mehr. Aber hier gibt es noch was. Eine Schatzkiste. Dreh dich doch mal. Kann ich die nicht so öffnen? Was? Was? Wie kriege ich denn auf? Moment mal. Muss die mir irgendjemand aufmachen? Ist das so? Wirklich? Möchte ich nicht glauben. Mach die auf, Mensch. Scheiße. Das kann doch nicht sein. Hier, geh auf. Wirklich? Ich meine, bisher haben wir immer die Kugelvideos aufgemacht oder so, aber. Ey, das ist interessant. Das könnte sogar noch was Größeres nach sich ziehen. Ach, ein One-Up. Wir haben wieder 50 Dinger gesammelt. One-Ups kann ich ja mittlerweile auch gebrauchen. Dann möchte ich tatsächlich. Okay, den Palm kann ich auch noch lang. Natürlich. Ich würde gerne hier. Ah, jetzt kann ich mal wieder ein bisschen. Kann ich hier lang? Ja, hier kann ich lang laufen, wenn ich gut wäre. Komme ich dann vielleicht auch zur Liane? Oder kann ich das wirklich? Oder sieht das nur so ein bisschen so aus? Nee, das geht schon. Er kann sich sogar festhalten, das finde ich äußerst nett. So, ist hier die Liane jetzt direkt runter, oder wie ist es? Ja, hier so, ne? Ich würde da halt gern dran. Ja, sehr gut. Und jetzt komme ich bestimmt zum One-Up damit, ne? Ja, aber da ist auch noch so eine. Nee, oder was mache ich damit? Ich weiß auch noch nicht, wie ich loslasse. Wahrscheinlich mit A. Ja, keine Ahnung. Spaß an der Freude. Keine Ahnung. Ich wäre halt schon sehr dankbar, wenn ich auch wüsste, was ich hier überhaupt. Also in welchem Bereich ich hier was suchen muss. Oder was machen muss. Die könnte ich noch mit dem Panzer besiegen, ne? Hier sind ja Panzer. Das könnte ich noch machen oder versuchen, ob das klappt. Ich meine, das habe ich in der zweiten Mission auch getan, die mit Panzern besiegen. Also muss eigentlich klappen. Dann können wir vielleicht da drin irgendwie noch einen Stern finden oder irgendwas. Das wäre noch eine gute Möglichkeit. Ansonsten kann es halt auch sein, dass wir das ja im hinteren Bereich wieder machen müssen. Ist ja auch nicht abwegig. Es gibt ein One-Up. Okay. In die Höhle kann ich wahrscheinlich nicht rein. Ne. Mit dem oberen versuche ich aber dasselbe. Und ich versuche jetzt erstmal Luft. Da ist Luft. Hallo Luft. Und wenn es so ein Fressluma ist, dann ist er eigentlich offensichtlich. Ich war jetzt halt nicht besonders gründlich, was diesen ganzen anderen Bereich da jetzt angeht, der jetzt da noch kommt. Da kann ich ein bisschen rein, aber da ist auch nicht mehr, oder? Nee. Sieht nicht so aus. Schade. Da ist aber noch so ein. Ey, guck mal, da ist so ein Riss. Ich wette, der ist unwichtig, aber
Was, wenn nicht? Ich möchte jetzt gerade ausprobieren hier. Also locker. Der Stern, wenn ich ihn irgendwie finden kann aktuell, ist... Ach, apropos, hier ist noch eine Schatzkiste. Wie wär's denn, wenn ich erstmal da drin nachgucke? Also die habe ich bisher halt nicht gesehen. Sorry. Da ist Luft. Okay, gut, dann... Dann nix, sorry. Dann tut's mir nicht leid. Aber den kann ich doch bestimmt auch irgendwie an Land mitnehmen, oder? Also sicherlich kann ich das, oder? Das kann ich ja mit dem anderen Ding auch. Dann frage ich mich jetzt nur, wo ich hin muss. Da lang. Kann ich ja wieder schön mitnehmen, das ist so ganz praktisch. So, wo muss ich denn dann hin? Dann muss ich einmal hier an Land. Bald. Scheiße. Ist das unübersichtlich hier? So, doch, hier ist das schon mal ganz gut. So. Mit der Kokosnuss habe ich auch noch nicht interagiert. Vielleicht geht das auch noch irgendwie. Also vielleicht bringt das auch noch was. Mario schwitzt beim Springen oder verliert er gerade Wasser oder was weiß ich? Keine Ahnung. Ich will jetzt wissen, was da drin ist. Wahrscheinlich nur Sternteile, aber... Das muss ich jetzt wissen. Ne! Tatsächlich! Das scheint zu einem Stern zu führen. Geile Scheiße! Ja gut, dass ich das versucht habe. Hier ist einfach noch komplett neuer Bereich, Welt und sowas. Kühle Sache. Und hier sind diese komischen Dinger aus Sunshine. Oh no. Achso, ich habe gerade versucht, die Münzen einzusammeln. Das geht nicht. Das geht nur mit Sternteilen. Das sind ja so Dinger, die mich hochschleudern. Die roten verletzen mich währenddessen. So war das bei Sunshine. Und hier die blauen, die hier nur vorhanden sind, die schleudern mich halt einfach nur hoch. Muss ich offenbar auch verwenden, damit ich hier weiterkomme. Oder wie? So ganz verstanden habe ich das noch nicht. Was soll ich denn hier überhaupt machen? Besiegen kann ich euch doch nicht, oder? Oder komme ich dann nochmal höher? Oder wie ist das? Okay, ich spring mal ins Wasser. Vielleicht versteckt sich hier noch irgendwas. Eher nicht. Hä? Oh, da hinten ist diese Höllenmaschine. Hä? Wirft er mich irgendwie immer höher, wenn ich drauf, auf ihm drauf bleibe? Das ist leider nicht so ein Trampolin, dass mich das jetzt höher schleudert, wenn ich... Also ehrlich, ich weiß nicht so ganz, was ich hier soll. Habe ich irgendeine Fähigkeit nicht oder irgendwas? Oder weiß ich von irgendeiner Fähigkeit noch nicht? Ich meine, klar, ich kann noch ein bisschen hier wirbeln, aber das hilft mir nicht hier mega hoch zu... Achso, Moment. An das Ding könnte ich drankommen und das kann ja auch was spawnen, ne? Also nicht nur irgendwie Musiknoten oder so ein Scheiß. Ich muss wahrscheinlich mal so ein Viech hier hinbringen. Darauf hätte ich vielleicht auch früher kommen können. Um dann hier dran zu kommen. Ja, okay, das triggert... Ja, okay. Gut. Das, ja, hätte man drauf kommen können. Schüttel die Fernbedienung, um zu skaten. Du kannst auch auf Wasser laufen. Was? Ah, was? Wie ist los? Ja, und jetzt? Ist eine coole Sache, aber was bringt mir das? Ich kann auf Wasser laufen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was? Mir wurde jetzt noch nicht wirklich großartig mehr erklärt, also... Ach so, ja, okay. Ich kann das wahrscheinlich auch werfen und dann einfrieren und dann komme ich da mit dem Wandsprung hoch. Ja, okay. Also, wenn das jetzt nicht so ist, dann macht das keinen Sinn. Ach so, oder ich kann auch prinzipiell jetzt halt einfach. Ja, ja, okay. Okay. Eine coole Funktion, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ich war wahrscheinlich zu langsam, oder? Insgesamt. Naja, jetzt brauche ich die Funktion nämlich wieder. Gibt's hier nicht schon mal gratis so zu mitnehmen? Im Mac-Menü? Nein.
Ich wollte mal hier hinter gucken eigentlich, ob hier vielleicht noch was ist. Nee, schade. Ja, nee. Da muss ich wirklich schnell sein. Nee, muss ich nicht. Ich habe Glück. Es reicht gerade noch so. Die Eisblume gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Eine sehr coole Sache. Okay, das ist tabu. I see, I see. Achso, ich muss mich wieder hochsteigen lassen von dem hier. Ist er jetzt tot? Er war, glaube ich, tot, aber ich brauche ihn ja. Das war nämlich eigentlich auch meine Idee am Anfang gerade. Dass ich ihn jetzt irgendwie halt mitschleppen muss hier, so gesehen. Mit meinem Eisgedöns. Bis zum Stern und dann da hochschleudern lassen. Von ihmchen. No, noch nicht, komm. Weiter, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, ja, ja. Ja, sehr gut. Guter Junge. Ah, wunderbar. Das war ein überraschend aufwendiger Stern. Da ist man drauf zu kommen und alles, aber gefällt mir gut. Ich muss da noch nichts nachgucken, auch das gefällt mir sehr gut. Ich bin doch auf alles selber gekommen. Erschaffe und erklimme die Eiswand. Also gerne mehr von dieser Fähigkeit. Das macht sehr viel Bock. Sehr cool. Ich mag aber ja auch Eis und Schnee und so ein Shit. Gut, gut. Dann geht es aber beim nächsten Mal dann wirklich mal in eine neue Galaxie, oder? Ja, wir können jetzt schon wieder eine super Bonuswelt hier machen. Schwimmland-Galaxie. Okay. Sieht erstmal komplett gleich aus. Also vom Thema her sieht es ähnlich aus. Okay. Da können wir also auch noch lang. Dann machen wir das mal als nächstes erstmal. Und dann geht es aber wirklich mal in die Phantom-Galaxie. Wo ich auch schon gespannt drauf bin, was mich da erwartet. Wahrscheinlich der typische Luigi's Mansion Menschengedöns. Und so ähnlich halt wie diese Gruselwusel-Villa-Gedöns-Zeugs. Wie auch bei Mario 64 halt. Auf jeden Fall geht's damit weiter. Ich würde mich freuen, aber dabei bleibt mit 11 Leben und 33 Power-Sternen. Bis dahin. Tschüss.